Hallo, ich bin Dirk Verbein. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wie versprochen, ich hoffe, das sieht man ein bisschen, um ein paar Speicherkarten für meine Canon EOS R. Was zu beachten ist, was zu vernachlässigen ist und was man bei der Neuanschaffung zu beachten hat. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Ja, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um die Speicherkarten für meine Canon EOS R. Die Canon EOS R ist die erste Kamera, die ich habe, die überhaupt mit 4K oder 4K Aufnahmen erstellen kann. Laut Spezifikation von Canon benötigt die eine, ich zeige das jetzt nochmal hier, eine UAS2 SD Speicherkarte. Das sind diese mit diesen zwei Kontaktreihen. Hatte ich nicht in meinem Portfolio, beziehungsweise hatte ich nirgendwo hier rumfliegen, habe ich noch nie gebraucht. Wie gesagt, meine erste 4K-Kamera. Und dann habe ich mir halt eine von Lexar bestellt. Bei Amazon war eine der günstigsten, die in den Tests, die man so überall lesen kann, noch einigermaßen tauglich war. So Midrange, aber halt 4K tauglich, und habe mir die ganze dann zugelegt. Musste dann aber relativ schnell feststellen, dass diese Karte, ich werde mal exemplarisch euch das hier vorführen, nicht ganz in Erwartungen gerecht werden konnte, und sie brach nach einer gewissen Zeit immer bei den Aufnahmen ab. Der Puffer lief also voll und die Aufnahme brach ab. Das hat sich dann also so dargestellt. Ich mache das hier einfach mal exemplarisch mit einer anderen Karte, dass auf der rechten Seite so eine Pufferanzeige gleich, da ist sie schon, kommt. Die läuft dann relativ schnell voll mit den 5 Indikatoren, und danach kommt dann halt das zu erwartende Ende. Movieaufnahme wurde automatisch angehalten, Schreibgeschwindigkeit zu gering. Das war eine Lexar Professional 1000X UAS2 Karte, die das eigentlich durchaus können sollte laut Spezifikation. Lexar hat mir das auch nochmal ausdrücklich versichert. Aber ich habe diese dann einfach zurückgeschickt und mir dann halt eine entsprechende andere Karte besorgt, auch in einem relativ günstigen Segment, was die UAS2 Karten betrifft. Das ist eine Transcend Ultimate 32 GB Karte, die soll dann 285 und lesen und 180 MB pro Sekunde schreiben können. Mit dieser Karte hatte ich dann auch beim 4K-Film, ich fange hier einfach mal an mit dem Film, die bricht also durchweg nicht ab, die kann also die Karte an einem Stück durchschreiben und liegt auch um die 35 Euro und ist also durchweg zu empfehlen für die Art und Weise, wie da die Canon EOS R mit umgeht. Was mir bei dieser ganzen Sache wohl aufgefallen ist, ich habe auch eine SanDisk Ultimate Professional, ich werde die auch nochmal unten drunter verlinken, aus einer meiner alten Kameras, die filmt mich jetzt hier gerade, da kann ich jetzt gerade nicht reingucken, deswegen verlinke ich das Ganze gleich unten drunter und schreibe das in der Videobeschreibung nochmal rein, in der Karte, in der Kamera gehabt. Das ist eine 95 MB pro Sekunde Karte gewesen. Da könnte aber die Canon EOS R auch durchweg die 4K wegschreiben. Hat also auch den Puffer nicht voll gekriegt und die Daten schnell genug auf die Karte geschrieben. Und man konnte diese Karte also auch durchweg dafür nutzen. Frage bleibt also bei jedem irgendwo, jeder hat seine alten Karten oder alte Speicherkarten vielleicht noch rumfliegen. Welche Geschwindigkeit brauche ich wirklich? Vielleicht habe ich eine Karte, die das schon beherrscht und es ist keine UAS2 Karte. Scheinbar wird die nicht unbedingt benötigt. Wenn man eine qualitativ hochwertige Karte von SanDisk oder
Samsung oder was es da auch alles andere noch gibt, oder Kingston hat, kann es durchweg auch sein, dass man halt da schon was im Hause hat und nicht keine UAS-2-Karte unbedingt besorgen muss. Da lohnt sich das Testen auf jeden Fall und kann ich auch nur jedem empfehlen. Beim Fotografieren ist es halt sowieso so, dass die Canon EOS R nicht unbedingt die absolute Sportkamera ist. Das ist ja auch durchweg bekannt mittlerweile. Wurde auch, ich werde das auch in ein paar anderen Videos nochmal zeigen, wie da die Geschwindigkeit ist. Hab da leider aber im Moment noch nicht die Gelegenheit zu gehabt, aber werde das auf jeden Fall noch nachholen. Nicht ganz so schnell ist und für Sportaufnahmen, ob ich da dann oder auch für die Serienbildgeschwindigkeit, die ich dann mit einer Canon EOS R halt erreichen kann, ob ich da jetzt eine UAS-2-Karte für benötige oder ob das auch eine relativ zügige UAS-1-Karte bewerkstelligen kann, das muss jeder für sich selber testen und auch selber entscheiden, wie viel Geld er für eine Speicherkarte ausgeben will. Für UAS-2-Kameras ist also durchweg auch möglich, für eine 32 GB Karte um die 50-60 Euro zu lassen. Bei 64 GB sind wir da auch leicht schon über 100 Euro. Und wenn ich dann nicht 4K mitfilmen will, wo viele sich ja auch darüber aufregen, dass sie den Crop-Faktor hat und was weiß ich nicht alle, sollte man wirklich dann vorher überlegen, was man mit der Kamera machen will. Brauche ich so eine schnelle Speicherkarte? Kaufe ich mir zwei 32 GB Karten fürs Fotografieren zum Wechseln, wo ich dann mehr Verlass drauf habe? Oder wie ich da auch immer mit umgehen muss, das bleibt euch überlassen. Aber letztendlich meine Erfahrungen sind die, ich habe eine günstige UAS-2-Karte jetzt von Transcend, also um die 35 Euro für 32 GB. Ich verlinke das Ganze unter diesem Video dann nochmal. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das da gerne nochmal angucken. Oder dann auch beim SanDisk zulegen möchte oder wie auch immer. Man hat also da die Möglichkeit, man muss also keine teuren Speicherkarten unbedingt haben und kommt ja auch ganz gut mit diesen Karten zurecht. Ja, also in diesem Sinne, wie gesagt, es geht weiter auf diesem Kanal. Wenn euch das Ganze gefallen hat bis hierhin, schaut euch auch mal gerne die anderen Videos ab. Lasst einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abonniert den Kanal. Wie gesagt, schaltet die Glocke an. Ihr werdet benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Es kommen regelmäßig noch Videos. Es gibt noch einiges an Themen, was ich hier mit der Canon EOS R euch zeigen kann und will. Das Thema Tamron 70-200 ist auch noch nicht beendet. Da habe ich noch eine Frage an Tamron auch gerichtet. Einige haben von euch scheinbar Probleme. Berichtet auch mal darüber, wer mit welchen Objektiven Probleme an seiner Canon EOS R hat vielleicht. Autofokus funktioniert nicht oder was auch immer. Also bis jetzt, alle meine Objektive haben durchweg genauso funktioniert wie an der 6D Mark II. Aber ich bin natürlich gespannt auf eure Kommentare, wie eure Erfahrung im Bereich Objektive ist, aber auch in Bezug auf Speicherkarten. Lasst einfach ein paar Kommentare da, sagt mir, wie eure Erfahrungen bis hierhin sind, wie zufrieden ihr mit der EOS R seid und ob ihr den Kauf bereut oder froh seid, dass es endlich was Spiegelloses auch von Canon gibt. Darauf bin ich sehr gespannt. In diesem Sinne wünsche ich noch auf euch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr auf eines meiner nächsten Videos wieder klickt, das Ganze hier ein bisschen weiter verfolgt und wir sehen uns und ich wünsche euch, wie es am Niederrhein üblich ist, einen guten Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.